Olaf Schnelles kleine Gärtnerei liegt in der Nähe von Rostock. Klein, aber oho, denn sie ist ausgesprochen ertragreich. Dank Olafs besonderem Umgang mit Pflanzen. Er weiß, die meisten Gemüse geben mehr her. Man muss nur wissen, wie. Auch ohne Chemie und Co. Schaut mal hier, diese prachtvolle Knolle hier. So sieht sie aus, bevor man sie erntet, klar, ne? Und wenn man sie dann mit einem kleinen Trick erntet, wächst daneben gleich wieder eine neue Knolle raus. Ich schneide ihn also niemals direkt unten an der Wurzel ab, sondern einen kleinen Ticken höher. Und lasse damit dem Fenchel eine Chance, hier nachzuwachsen, aus genau diesen Herzen. Hier habe ich zu viel abgeschnitten. Das ist jetzt Mist gelaufen. Hier treibt er noch mal neu durch. Und wie er das tut, sieht man hier bei den Nachbarpflanzen schon. Das ist sogar schon die zweite Ernte. Also wir warten hier auf die dritte Ernte jetzt. Ein üppiges Blumenmeer ist der nächste Anziehungspunkt. Hier hat Olaf zur Samengewinnung Rettiche und Radieschen vom Vorjahr im Boden gelassen. Die Belohnung, eine ganz eigene Spezialität. Doch, können wir zeigen. Also man kann vom Radieschen die natürlich das Radieschen essen, nicht zu vergessen das Laub, das kann man sowieso immer essen, die Blüten und die Samenschoten. Und in dem Stadium sind die ganz zart und ganz saftig und knackig und schmecken wie Radieschen. Und man hat von einem Radieschen wesentlich mehr Ertrag, als wenn man es rausgezogen hätte. Die Schoten kommen in den Salat oder werden ähnlich verwendet wie Erbsenschoten. Wobei wir schon beim nächsten Thema wären. Denn auch die Erbse ist vielfältiger als bei uns üblicherweise bekannt. Das hier ist eine Gemüseart, die in England verkauft wird. Genau so wird es gehandelt, das Erbsengrün. Das ist super toll. Also, das ist ein Blattgemüse, wie man es sich schöner eigentlich gar nicht wünschen kann, weil das ist voller Aroma, schmeckt genau wie grüne Erbse, ganz frisch und ist ganz zart und ist bedauerlich, dass es das nicht mehr gibt. Vor allen Dingen tut man der Erbse auch nicht unbedingt einen großen Schaden, wenn man die so ein bisschen stutzt. Die wächst ja immer wieder nach. Von der Erbse geht's zu einem Gemüse, das bei uns kaum noch bekannt ist. Leider. Das ist eine Haferwurzel und das ist eng verwandt mit der Schwarzwurzel. Auch hier ließ Olaf die Pflanze austreiben und verzichtete auf einen Teil der gewöhnlichen Ernte. Diese Knospen, die hier aufgehen, die sind nämlich ein wunderschönes Gemüse. Das ist, wie soll ich sagen, spargelähnlich, klingt immer so weit hergeholt. Und wenn man sagt nussig, ist es auch so abgedroschen, aber es ist so. Es schmeckt einfach so, es schmeckt wirklich toll.